Lebendig geheilt. Wie auch immer. Wow! Moment, so. Hier. Kann man oben angreifen. Also wenn man einen anscheinend heilt, noch bevor er 0 hat, dann kann man anscheinend so retten, wie es aussieht, ne? Ich schlag zuerst. Okay. Nein! Wir schlagen erst, nachdem er spuckt. Deswegen mache ich keinen Schaden. Ich glaube, Drago macht den einzigen Schaden, oder? Oder den richtigen Schaden. Ja, schön. Ich hau drauf. Ich mache keinen Schaden. Wo ist er? Da. Na, ich will jetzt nicht gucken, wie viel er noch hat. Ich will die beiden, Heilungen aufbewahren. Ja, man kann das Gift-Tentakel auch erledigen. Boah, super, ich bin so intelligent. Lauf einfach mal rein. Mhm. Nein, 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 nein. Finde ich schön, wenn man mit Kraftwasser wiederbeleben kann. Ja. Hm. Jetzt kommt diese dumme Tentakel schon wieder an. So, komm her. So, ich lade nochmal auf. Boah, leck mich, ich bin doch gerade in seiner Range gewesen. Ich gebe ihm mal ganz kurz Bonbon. Ja, gib den Bonbon mal eben. Und eine Schokolade. Ich will eine Schokolade. Ich habe jetzt Lust drauf. Schade. Ja, geh weg, Tentakel. Nein, nein, nein. Jetzt. Jawohl. Schön. 60. So viel dürfte er hoffentlich nicht mehr haben. Wow. Ich hab's sogar noch gesehen, ich hab's sogar noch abgebremst, aber nein. Ich kenne das Problem. Doch, so, ich mach eine Schokolade. Danke, Drago. Es ist irgendwie seltsam, wenn ich danke Drago zu wem anders sag. Du bist nicht der einzige Drago auf dieser Welt. Nein. Haha. Ich glaube, langsam müsste er sterben. Ach komm, ich sehe doch, dass er da hochkommt. Bin ich doof. Ich kenn's. Ich werde jetzt hier stehen. Okay. Extra nochmal stehen geblieben davor. Ja, ich auch. Hey, 33. Und nochmal 24. Komm, so viel wie dem abgezogen hat, du musst schon langsam fertig sein. Komm, ganz nichts mehr. Gib auf! Auf, Digga! Schon lausch, Digga! Beinahe, jetzt wollen wir alle bereichen dann. Okay, ja. Bevor irgendwas machen konnte, bam, weg. Das war's mit ihm. Auch wahrscheinlich dein Level Up. Ich hoffe doch. Und weiter geht's. Wir kriegen ein neues Orb natürlich. Wie immer. Ich tippe auf Clown Orb. Boah, keine Ahnung. Was die Bosse geben, weiß ich nicht wirklich. Jetzt haben wir noch auf Level 2. Bogen. Okay. Level 3, aber okay. Schön. Ja, ist ja nicht schlimm. So, okay. Ja, wir sind auf einer Windinsel und man sieht hier die Leute. Was? Ich komme aus Goldstadt. Ja, werden wir auch noch. Das ist total in hier ein Ferienhaus zu haben. Also hier sind die ganzen arroganten Snobs. Denn hier in diesem Gebiet ist ein Ofen. Hier, ja. Wahnsinnige Erfindung. Ofen hält das ganze Gebiet hier warm. Oh, wollte ich da reingehen? Ich weiß nicht, ob ich da reingehen wollte. Ist irgendwo eine Truhe oder so noch? Ey, ich kenne euch! Ihr schuldet mir noch eine Mark. Gerne mit. Damals gab es noch Mark. Wahnsinn. Ich liebe diesen Ort. So. Ist das Haus irgendwo? Ja, nein, eigentlich nicht. Dann auf zum Ofen. Genau. So. Fangen wir den mal an. Hey, ihr! Könnt ihr mir gerade mal helfen? Es dauert nicht lange. Ihr müsst nur aufpassen, dass der Ofen immer schön geschlossen bleibt, okay? Geht klar. Na klar. So gut, so nett wie wir sind. Machen wir den Ofen natürlich gleich mal auf. Vor allem, wenn jemand von drin klopft. Genau. Hä? Bim, bim. Was war das denn? Soll ich mal aufmachen? Ja. Klar. Das musst du machen. Achso, ja. Oh mein Gott, jetzt werden wir alle sterben. Wir werden alle verbrennen. So.
Ich präsentiere Vesuvio, mein absoluter Lieblingsgeist in dem Spiel, finde ich. Ich mag ihn einfach sehr gerne. Endlich, ich bin Vesuvio, der Patron des Feuers. Yeah, unglaublich. Okay. Ja, ich muss drücken. Ja, richtig. Die Typen haben mich tatsächlich als Heizung missbraucht. Yeah, yeah. Ich danke euch vielmals und helfe euch ab jetzt. Ab jetzt? Ich bewege mich gerade so hin und her. Mir wird schwindelig auch mal. Ja, das habe ich bei MC Crowd auch gemacht. Also es war was auch immer das war, hast du gesprochen. Habt ihr den Dschungel nicht erkannt? Genau. Jetzt ist er so wie weg. Aus dem Traum. Da war er so, hast du verpasst? Von drinnen dir. Frag doch mal den alten Mann, den wir dort gesehen haben. Klappe. Komm, du zu gehen. Ja, gut. Idioten. Einfach nur Idioten. Können wir mal zeigen. Vesuvio. Bam. Feuerklinge. Flammengas. Jetzt habe auch ich Angriffszauber, und zwar Flammengas und Flammenwand. Richtig, genau. Kann ich hier nochmal zeigen. Wollen wir die denn, Moment. Level, genau. Hier, Feuerklinge. War Kraft des Feuers, na klar. Flammengas verbrüht die Gegner und nimmt ihnen Kraft. Und Flammenwand, ja. Feuer halt, ne? So, und dann mache ich das auch mal. Vesuvio, ich habe einen Feuerhagel. Meine, finde ich, beste Attacke, Lavawelle, die ist einfach so genial. Und Glutgranaten. Kostet zwar viel, bringt in meinen Augen nicht ganz so viel. Ich finde Lavawelle ist wahrscheinlich so schön, wenn man das schön kombinieren kann, ne? Ja, und ich finde Feuerhagel und Lavawelle ist hier, sind einfach die besten Zauber hier. Ich zeig mal ganz kurz. Hier das Level, Vesuvio. Froster ist fast Level 1. Yay. So, Feuerhagel schleudert Feuerbälle auf die Gegner. Glutgranate, eine Explosion erfasst die Gegner und Lavawelle. Gegner werden mit Lava überschüttet. Dass die das dann nochmal überleben, frage ich mich zwar schon, aber gut. So, machen wir los. Ich würde sagen, wir machen hier einen Schnitt. Mhm. Und wir werden trainieren, wir werden uns die Ausrüstung kaufen und wir werden ein bisschen die Waffen und Zauber auf die höchste Stufe bringen, dass wir einfach ein bisschen schneller im Spiel auch vorankommen, nicht immer ab und zu hängen bleiben und ihr nicht immer das Training mit ansehen müsst. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, wir machen einen Schnitt. Bis gleich dann, wenn wir fertig trainiert haben. Ciao! Mhm. So, weiter geht's! Ja! Schön so zu schauen, wie Jan einfach gegen irgendwelche Sachen läuft. Ja, mach jedes Mal jetzt, wenn die Aufnahme startet. Ja, ich weiß. So, wir haben, was wir gerade gemacht haben. Ich habe Vesuvio trainiert. Natürlich ein paar Level aufgestiegen. Waffen, so ein bisschen, bla bla. Vesuvio ist bei mir Level 3. Das ist das Maximale, was jetzt im Moment geht. Jan, magst du zeigen, was du gemacht hast? Welchen Geist du trainiert hast? Ein bisschen Vesuvio. Und halt... Froster war schon etwas über 2, habe ich sie halt eben noch auf 3 gemacht. Jo, bei Froster ist es halt echt wichtig, dass sie auf Level 3 ist. Ja, und hier da haben wir auch viel... Koopas. Ja, genau. Ich glaube, der ist wirklich sogar Koopa, oder? Ich weiß es nicht. 180. Nee, Moment, so kann man den Namen gar nicht nachgucken. So vielleicht? Ja, da Lanzen-Koopa. Ja. Elektra ist dann schwach gegen... Nee, Vesuvio. Oder? Vesuvio? Elektra war, weil ich gerade das Menü von Elektra noch offen hatte. Ach so, okay, gut. Dann habe ich mich verguckt. Bam. Ich habe gerade meine Lanze von hinten reingesteckt. Hey, wer drauf steht? Ja. So. Wie auch immer ich ihn gerade getroffen habe. Ich stand unter ihm. Nein, Frostwelle! Froster ist für alle. Ja, egal. Hatten wir schon mal. Ja. So, hier lang war das? Jo, genau. Hier ist Ruffy auch, glaube ich, oder? Echt? War der hier oder war er nicht nebenan? Ja, der war nebenan. Ach nee, hier ist es hier. Oh, hier ist er ja. Also, hier können wir irgendwas bei den kaufen. Brrr, diese Gelder. Was wollt ihr? Speichern können wir auch. Ja, können wir auch gleich machen. Wir haben ein bisschen Geld. Mhm. Ja, genau. Wir haben auch Ausrüstung alles gekauft. Also, die ganzen. Teuren Sachen haben wir gekauft. Was wir jetzt mal machen können, Moment. Du kriegst jetzt mal eine Schokolade. Ich krieg eine Schokolade. Er braucht keine. Nö. Und jetzt kommt mir die Schokolade einfach neu. Das müssen wir uns halt nicht so heilen. Spart MP.
Ist ein bisschen Geld hier für die Schokolade, komm, die kostet hier. Ich zahle auch im Supermarkt 60 Euro für eine Tafel Schokolade. Ja, hallo? Das ist nur ausgewählte Spitzenschokolade. Ja, aha. Ich zahle auch nicht diese Billigschokolade für 30 Pfennig. Hallo? Milka, ich git. Ja. Ich kaufe nur Ruffy-Schokolade. Gibt's im Penny und im Rewe. Ruffy-Schokolade? Mhm. Wieso heißt die Ruffy-Schokolade? Ich weiß nicht. Mich irgendwie an One Piece. Weil ich mir den Namen gerade ausgedacht habe. Ach so. Kobis Waffenlevel ist gestiegen. Max Level 3. Gut, was soll ich mir jetzt? Du kannst das Schwert nehmen. Ja, nehme ich das Schwert. Schwert. Yeah. Und ich habe die Lanze, glaube ich, auch schon so langsam fast auf Level 4, oder? Echt jetzt? Schon? Hier 76. Wow. Okay, krass. Ja, wir haben die Lanze auch jetzt mal aufgelevelt. Ach, lass mal die Kobis in Ruhe. Ja. Ich renne einfach auf den Berg hoch. Hier dürften auch noch mal ein paar Viecher sein. Habe ich den jetzt getroffen? Weiß ich nicht. Bam. Ja, der Koopa kommt hier wieder mit seiner Eisklinge, der Cheater. Was für ein Langweiler. Ja. Wer verzaubert schon seine Waffen? Ja. Das ist ja voll ekelhaft. Der will uns doch nur zu Schneemännern machen. Wow. Schneefrauen. Hier, meine Lanze ist dicker als deine Lanze. Also ich werde zu einer Schneefrau. Ja. Ha. Lanzenkooper ist konfus. Schön, ja, bringt ihm auch nichts mehr, wenn er tot ist. Ich würde eher sagen, er ist tot, anstatt konfus. So, gehen wir einfach reinrennen. Bam. So, willkommen im Eispalast. Jupp, das war gerade die Begrüßung. Du hast mal direkt nach hinten haut. Aua, der hat mit seiner Lanze gestochen. Die Sau. Schon wieder? Behalte deine Lanze bei dir. Wow. Das war ein Duell der Giganten. Wieso kriegen wir so viel Schaden und der andere Penner da nicht? Weil er ein Feigling ist, der nichts macht. Genau. Hier, guck mal. Man muss sich hier rumheilen. Und der Olle sagt, der macht nichts. Ja, schön, heil du dich da oben. Oh, ja, ich habe mich noch nicht mal berührt, aber heil dich mal. Mhm. Ja, genau, klar. Ich hau mit meinem Schwert ihm quer übers Gesicht. Aber er, wenn seine Lanze mich nicht mal ein bisschen berührt. Deine Lanze ist Level 4. So, hier, Lanze Level 4 zeige ich jetzt. Überskills, Moment. Lass mich mal aufladen. Nimm ihn mir mal weg, bitte oder so. Komm mal her. So, hier, jetzt geht mal weg. Ich zeig dir meine Überskills. Da, ah, ich komme nicht weiter. So, mach mal dein Kraftwasser weg. Bam! Bam! 107. Mach das mal nach. Okay. So, Waffe wechseln. Was habe ich jetzt noch nicht? Das ist schon das. Ein Bogen fehlt ja noch. Bogen, ja, stimmt, den Bogen. Und die Harpune. Den Bogen kann ich nehmen, sonst ist nichts anderes da. So, hier ist ein Schalter. Wenn wir reingehen wollen. Oh mein Gott, es geht nicht. Okay, Arsch. Schon jetzt erst links lang. Jo. So, ist der falsche Schalter. Wrong. Nee. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Bam, das ist der richtige Schalter. Hey, wir kommen durch. Schön. Ja. Und nein. Ja, geil, ich bin natürlich gleich vereist. Schön. Na, wie gefällt dir so als Eiskobold? Och, ein Wäldchen. Ja. Ich würde sagen, wir können einfach weitergehen. Genau, wir sind stark genug. Wir sehen, das wäre beides genau dasselbe gewesen, oder? Nein. Oh Gott. Geh mal weiter, ich glaube, du kannst um durch die Tür gehen.